Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt schon viel darüber gehört, welche Vorteile die Kraft-Wärme-Kopplung eben hat und gerade wie wichtig sie auch für dieses dicht besiedelte Land Nordrhein-Westfalen ist, von den Vorteilen der Effizienz. Und deswegen bin ich auch sehr froh, sind wir auch sehr froh, dass die Programme, die von der letzten Landesregierung angefangen wurden, beispielsweise für die Kommunen oder auch die Unterstützung der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr von dieser Landesregierung weiter fortgeführt werden. Das ist sehr gut so und sollte natürlich auch so weitergehen. Was dann allerdings schade ist, muss man ganz klar sagen, dass wir merken, nicht erst seit jetzt, sondern leider auch schon einige Zeit, dass in Berlin in der Bundesregierung die Kraft-Wärme-Kopplung nicht diesen Stellenwert hat, wie sie es bei uns in Nordrhein-Westfalen hat. Und deswegen ist es anscheinend immer wieder wichtig, dass wir diese Signale hier gemeinsam senden, wie wir das in den letzten Jahren auch schon gemeinsam getan haben an vielen Stellen. Und es ist gut, dass wir das hier gemeinsam tun. Ich muss aber auch ganz klar sagen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und deswegen ist es gut, dass wir noch auch Änderungen an dem ersten Entwurf des Antrags gemacht haben, dass die Kraft-Wärme-Kopplung nicht einfach da aufhören kann, wo sie heute steht. Denn wir müssen ganz klar dafür sorgen, dass natürlich auch beispielsweise industrielle Abwärme stärker genutzt werden kann, dass diese Potenziale, die noch massiv gerade in unserem Industrieland Nordrhein-Westfalen vorhanden sind, auch weiter eingebaut werden. Und wir müssen ganz klar sehen, dass auch der vermehrte Einsatz der erneuerbaren Energien auch bei der Kraft-Wärme-Kopplung ein ganz wichtiger Aspekt sind. Und lieber Herr Brockes, ich wollte ja eigentlich auch damit anfangen, wenn Grüne und FDP unter einem Energieantrag gemeinsam stehen, dann muss die KWK anscheinend oben drüber stehen. Sie können es anscheinend nicht so richtig gut ertragen, wenn wir hier mal einer Meinung sind im Energiebereich und müssen dann doch noch mal das EEG hier aufrufen. Dann kann ich Ihnen leider meine Aspekte auch nicht ersparen, denn es ist ganz klar, wenn wir aus der Kohle aussteigen an anderen Stellen bei Kraftwerken, dann können wir davon die Kraft-Wärme-Kopplung nicht ausnehmen und müssen ganz klar weitermachen, dass auch hier der Umstieg auf erneuerbare Energien wirklich vonstatten geht, dass die Kraft-Wärme-Kopplung nicht nur die jetzigen Effizienzen haben kann, sondern auch noch weitere Potenziale für den Klimaschutz liefern kann. Und für uns war dann noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig, zu gucken, dass auch kommunale Wärmekonzepte mit eingebaut werden. Denn man muss ganz klar sagen, es ist total wichtig, dass die Besonderheit jeder einzelnen Kommune auch den Stellenwert hat, weil man kann nicht von Landesebene von oben was drüber stülpen, sondern man muss klar diese Besonderheiten einbeziehen und sagen, in welchen Kommunen gibt es eben schon bestehende Netze, wo kann man wie erneuerbare Energien einbeziehen, wo gibt es und wie kann man energetische Sanierung im Quartier noch weiter unterstützen und wo und wie kann eben beispielsweise industrielle Abwärme noch weiter eingebunden werden. Diese kommunalen Wärmekonzepte sind jetzt eben auch, neben den Punkten, die ich eben schon genannt habe, in diesem gemeinsamen Antrag enthalten. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, dass wir hierzu diese gemeinsame Linie haben finden können. Und dann kann ich mich natürlich meinen Vorrednern nur anschließen. Es ist wichtig und immer wieder gut, dass wir dieses starke Signal hier gemeinsam nach Berlin senden. Und ich habe schon die Hoffnung, sehr geehrter Kollege, dass wir uns nicht immer wieder und jedes Jahr damit beschäftigen müssen und wieder in Berlin anklopfen müssen, wie wichtig dieses Thema ist, sondern dass es irgendwann auch ankommt. Und deswegen nochmal auch der ganz klare Appell an die beiden Fraktionen, die auch und Parteien, die auch in Berlin an der Regierung beteiligt sind, setzen Sie sich dafür ein und für diese Aspekte, dass gerade auch in Nordrhein-Westfalen dieser Bereich auch weiter ausgebaut werden kann. Herzlichen Dank.